geht's. In diesem Video zeigen wir euch die Karate-Stellung Kibadachi, die Pferdefußstellung. Grundlegende Stellung Nummer 1, wisst ihr ja, ziemlich anstrengend. Hier müsst ihr ein paar Dinge beachten. Erstens, mein Bauchnabel bleibt immer schön in der Mitte, im Zentrum. Ich stehe weder hier noch da, sondern genau hier in der Mitte. Wenn der Knoten gut ist, genau beim Bauchnabel, zeigt er schön auch nach unten so. Dann wisst ihr auch, ob ihr richtig steht, dass er weder da hängt noch da. Wir stellen die Füße so hin, dass die Innenseiten hier zueinander zeigen, parallel, lernt man ja schon in der Grundschule. So, die Zehen zeigen nach vorne, die Hacken sind hinten fest. Jetzt müsst ihr darauf achten, dass ihr die Knie sehr gut einbeugt. Und zwar nicht nach innen, sondern schön mit einer Außenspannung zur Seite. So, gut ist, wenn das Knie hier beim Fuß ist, wenn das Knie hier beim Fuß ist. Ja, so. Der Körper bleibt gerade. Pferdefußstellung ist sehr anstrengend. Schinken anspannen, Beine schön gerade halten. Schwerpunkt geht nach unten und leicht nach vorne. Schaut mal auf meine Zehen. Ja? Die sind ziemlich angespannt und auch ein bisschen rot, weil meine ganze Kraft geht vom Fuß her nach vorne bei der Stellung. So, hier bleibe ich gerade. Eine sehr starke Stellung zum Zentrum und zur Seite. Von vorne und von hinten ist die Stellung schlapp. Aber man übt auch mit diesen Karate-Techniken genau nach vorne. Schaut es euch mal von der Seite an. So, stelle mich an diese Linie, dann kann man das sehr gut erkennen. Etwa zwei Schulterbreiten auseinander. Die Füße wieder schön gerade hier innen. Dann Körper gerade, Schwerpunkt senken. Genau nach unten. Knie nach außen, große Spannung. So, Körper lang und die Spannung halten. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Schritt zur Seite mache, verschiebe ich mein Gewicht, setze mit dem anderen Fuß vorne rüber, so, mit der Fußkante. Dann rolle ich meinen Fuß ab, bleibe hier schön im Knie und setze zur anderen Seite rüber und stelle mich wieder schön tief hin. Achtet wieder darauf, die Knie zeigen schön nach außen. Das ist falsch. Karate macht stark oder macht krank. Stehen wir so, gehen die Knie kaputt. Und die Hüfte und das Gelenk, dann werden wir krank. Stehen wir korrekt, mit der guten Spannung nach außen, dann wird der ganze Körper schön stark. So geht die Stellung Kibadachi, die Pferdefußstellung